wirklich ehrlich. Wüsste sie, dass ihr Herz bricht, doch in der Hoffnung, dass ich jetzt. Ja, ne? So viel dazu. Danke, wie du weg ist. Aktiv! Entschuldigt für dieses Intro. Marlon hatte mich dazu genötigt, dass ich das mache. Hatte ich Lust zu? Tatsächlich nicht. Es tut mir leid. Also, hi Marlon. Hi Kip. Hi Paul. Entschuldigung für dieses Intro. Ich wurde, wie gesagt, dazu genötigt. Und ja, ich dachte auch, die Musik ist lauter als ihr wisst. Also, der Plan war so übertrieben episch. Sekunde. Hm. Also dass ich da, wenn es halt so startet, mache ich folgendes. Also, man sieht, stellt euch vor, also ich weiß, ich habe das jetzt ein bisschen lauter gemacht, vielleicht wirkt es ein bisschen besser. Man sieht nichts, also ist jetzt noch dieser Startscreen. Und dann kommt. Ah, halt. Dann kommt das hier, stellt euch das noch nichts und dann. Ja, und dann war der Plan folgendes, dass ich einfach hier sitze und schreie. Ah, tief, aber ich dachte irgendwie, es wäre lustig, wenn ich dann einfach so ein Stück Pizza abbeiße, so, ja? So ein mega heißes Weg. Und dann denkt man gar nicht, dass was passiert und auf einmal mache ich. Ah, tief. Das war der Plan dahinter, es tut mir aber leid. Marlon. Das war tatsächlich eine eigenartige Idee. Egal, also. Ich habe es mit der Chatbox übrigens nicht hinbekommen, wie man sieht, ne? Ich habe es aber probiert. Also. Ah ja, zwei Dinge. Einmal, ich weiß nicht, wie das mit der Apache jetzt im Intro ist. Das, keine Ahnung, sie meinten es, wurde halt gesagt, Mama, habe ich jetzt gemacht, ist jetzt irgendwie eine 15-Minuten-Dings, wo mehrere einfach hintereinander sind, vier Stück. Keine Ahnung. Linda hat sich heute gewünscht, dass wir auf ein Video reagieren. Und dann werden wir später noch Con Exiles daddeln. Wenn ich das war, das war so, warte mal, hier. Ihr sollt das sehen. Das hier. Also irgendeines von Creepypasta Punch. Den Typen habe ich mal geguckt. Dann nicht. Ist unangenehm, lass mal nicht drüber reden. Dann nicht mehr. Also das sollten wir uns angucken. Es geht über Horrorclowns und die sind zurück und gruselige TikToks. Das so der Plan. Eventuell gucken wir heute noch das ganz, ganz cringe Video. Aber der Plan ist eigentlich, wir gucken das. Und dann, also das Dings und dann spielen wir Conan. So der Plan. Aber hat gesagt, keine Ahnung, das wurde halt einfach vorgeschlagen. Ich kann auch irgendein anderes reinmachen, das war jetzt. Da habe ich mich tatsächlich jetzt nicht festgelegt. Ja, mach Vlogs. Wir brauchen YouTube-Content. Real Talk, wir brauchen YouTube-Content für die Kokoskeks. Schwör. Sehr, sehr wichtig tatsächlich. Es ist sehr, sehr. Wir hatten dieses Jahr. Wir hatten dieses Jahr, okay, hat angefangen, Jungs. Also, ich will ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, was hier passiert und wenn das Video eigenartig ist. Wovon ich um ehrlich sein ausgehe tatsächlich. Danke für den Streamdeck, dass du wieder abgestürzt bist. Ja, dann werden wir eventuell was anderes gucken. Wir werden gucken, ob es nice ist. Okay, warum heult Linda? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm ist. Und wenn es an mir liegt, dann tut es auch leid. Wichtige Frage, wer hat kein TikTok? Nee, ich habe kein TikTok. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, runterzuladen, weil der Ruf ist ja doch etwas verbessert. Aber dann habe ich gesehen, ja, das Shadowbanning ist halt immer noch da und ist halt scheiße. Aber, ne? Achso, niemand hat Linda Hallo gesagt. Ich hatte es mir gedacht. Verzeih. Ich hasse diesen ganzen Hunde auf TikTok. Glücklicherweise habe ich kein TikTok und kenne nur TikTok Cringe Compilations. Das ist ja irgendwie auch unangenehm. Aber guck, wir brauchen Vlogs von dir. Also, wenn wir jetzt angucken, wie dieser schöne Typ von Creepypasta Punch, Mashallah, uns eine epische Geschichte über Horrorclowns auf TikTok erzählt. Wir werden eventuell dann auch das richtig cringe Video gucken und dann callen. Also verzeiht mir, ausnahmsweise muss ich in meinem Stream was Kleines essen. Oh, Mashallah, guck dich an, die sieht übertrieben hässlich aus. Tatsächlich sieht sie, wenn ich es mir so angucke, beinahe noch hässlicher aus. Also, das ist das Ding. Und ich gucke jetzt rein, was der Dude mir zu erzählen hat. Ah, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. 2020 schon so manche Katastrophe gehabt. Ob nun der Coronavirus, der die ganze Welt immer noch im Griff behält. Seltsame und... Was? Also,
Ich frage sich, das Bild hat zwar relativ wenig damit zu tun, aber... Riesige UFO-Sichtung, Waldbrände auf der gesamten Welt und noch vieles mehr. Ich habe Schiss wegen dem Video, dass wir das schauen. Gute Idee, also zusammen, Dings. Apropos Waldbrände, Entschuldigung, ich muss hier mit Tagesthemen flexen. In Kalifornien sind 35 tot durch die Waldbrände an der Küste. Und zu diesen ganzen Katastrophen könnte sich nun scheinbar wieder eine hinzugesellen, die uns dieses Jahr noch gefehlt hat. Okay, warte, pass auf. Und ja, ich werde dich hier vollnehmen. Er vergleicht, ich weiß noch nicht, was er vergleicht, ich habe aber eine Idee und ich mache es einen kleinen Ticken lauter, glaube ich. Er vergleicht, ich vermute mal, Horrorclowns mit dem Coronavirus, mit 1 Million Toten und mit Waldbränden. Vermute ich zumindest. Ich höre auch auf seine Stimme, ob die eigenartig ist. Denn in den letzten Tagen habe ich von euch unzählige Privatnachrichten über meine Social Medias bekommen, dass ich unbedingt mal über die derzeitigen Sichtungen von Horrorclowns sprechen soll und warum dieses Jahr die Gefahr der Horrorclowns größer ist als vielleicht jemals zuvor. Für alle von euch, die jetzt nicht wissen, was genau Horrorclowns bzw. Killerclowns sind. Im Jahr 2016, allerdings auch im darauffolgenden Jahr 2017 und auch ein bisschen 2018, wurden vermehrt Killer-Clowns gesichtet. Dies waren Leute, die sich in der Vorzeit gruselige Clowns-Kostüme gekauft haben. Meist Clowns-Kostüme mit irgendwelchen schrecklichen, gruseligen Fratzen. Und dann sind sie, meist bewaffnet, nachts auf die Straße gegangen. Diese Menschen... Also ich weiß, dass es ein Kanal ist, wo man Angst kriegen soll... Aber Edge ist es schon ein bisschen komisch, ne? Also, er überdramatisiert es relativ stark, würde ich sagen. Also, ich habe das eigentlich jetzt noch nie einen gesehen, aber ich habe auch davon auch nur am Rande mitbekommen. Aber irgendwie ist es komisch, ne? Weil diese Killer-Clowns-Phase war so krass. Edge, ich habe davon nichts mitbekommen. Also, ich habe mitbekommen, die gibt es. Und das war's. Jungs! Ich habe heute ein Kompliment für meine Augenbrauen bekommen. Das war gestern, aber... Haben mich gefreut. Einfach so, dass ihr es wisst. Oh, Weisheitszahn OP, gar kein Bock. Wir hatten Kettensägen, Äxte oder auch Messer und Macheten dabei gehabt und warteten dann in dunklen Gassen oder auf unbeleuchteten Straßen, dass irgendwelche Passanten vorbeigehen, nur um diese dann zu erschrecken. Da wurde auch einer bei einem Prank erschossen, soweit ich weiß. Ich bin ja echt nicht drin, aber einer wurde, soweit ich weiß, der hat einen Horrorclown-Prank gemacht und wurde dann von seinem Gegenüber erschossen. Und zu jagen. Dabei kam es dazu, dass einige dieser... Keine Ahnung, Epi, erstmal hi. Also, CreepypastaPatch erzählt uns wichtige Dinge. Ich bin noch nicht drin im Thema, aber offensichtlich, die sind wieder big in business. Die machen wieder das Money. Wieder frage ich nach. Ich war auf der Klassenfahrt mit ein paar Leuten in den Wald gegangen. Wir haben welche gesucht. Clowns auch Menschen verletzt haben, beziehungsweise es gibt auch immer wieder die Gerüchte, dass tatsächlich Leute wegen den Killer-Clowns gestorben sein sollen, beziehungsweise dass auch der ein oder andere Killer-Clown selbst gestorben ist, weil Leute sich verteidigt hatten. Das ist kein Gerücht, das ist tatsächlich wirklich passiert. 2016 gab es vermehrt diese Menschen, die sich zu einer eigenen Aktivität, zu einem Spaß machten, eben draußen loszuziehen, um Menschen Panik zu machen. Alles, was sie letztendlich tun wollten, war es, Leuten Angst zu machen und diese zu verstören. Gerade Kinder und Jugendliche waren häufiges Ziel von diesen Killer-Clowns. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber irgendwie triggert mich dieses Video. Ich werde es trotzdem noch weiter gucken, aber irgendwie bin ich getriggert. Wegen sie meistens in der Nähe von Schulen gesichtet wurden oder auch viele Kinder hatten beschrieben, dass eben seltsame als Clowns verkleidete Menschen sich in Wäldern versteckt hatten und versucht haben, Kinder hineinzulocken. Es herrschte damals eine große Angst, dass zwischen diesen ganzen Leuten, die sich einen Spaß erlauben, auch manche Menschen sich untermischen könnten, die das Ganze quasi als einen Deckmantel nutzen, um wirklich grausame Dinge anzustellen. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Viele Leute fürchteten sich vor echten Mördern, die diese ganze Situation ausnutzen wollen. Und es könnte auch vielleicht den ein oder anderen Fall gegeben haben, der exakt das getan hat. Nun haben wir 2020 und nachdem 2019 quasi... Das ist irgendwie so ein weird Champ-Foto, muss ich mal sagen. Ich weiß um ehrlich zu sein, nicht genau, was ich hier kommentieren soll. Ich lasse es so ein bisschen auf mich wirken. Und also werde irgendwann mal Senf dazu geben und wenn wir Glück haben, brechen wir es wieder ab. Neuen Meldungen kam und auch 2018 relativ ruhig geblieben ist, ging man eigentlich davon aus, dass eben die Killer-Clowns nicht mehr existieren, dass die Leute endlich aufgehört haben, sich als Clowns zu verkleiden und Menschen Angst zu machen. Nur, dass jetzt wieder die unterschiedlichsten Sichtungen weltweit aufgekommen sind. Alleine in Deutschland gibt es um die 5 bis 6 gerade bestätigten Fälle. So soll es zum Beispiel in Ludwigshafen einen Killer-Clown gegeben haben, der Passanten mit einem Messer verfolgt hat.
In einer kleinen Stadt soll es einen gegeben haben, der auf Spaziergänger mit einer Kettensäge losgegangen ist. Und es gab noch viele, viele mehr. Gerade habe ich auch von euch viele Nachrichten. Jungs, nehmt euch ein Beispiel an Abby. Das war ein guter Kommentar. No front natürlich. Aber das war ein guter Kommentar. Bin deiner Meinung. Real Talk. Also es gibt Leute, die echte Probleme haben, aber wenn mir jetzt sowas wie der Sturm auf den Reichstag. Jungs, lass mal den Reichstag stürmen. Wir gehen auf die Treppe, machen Selfies. Geil, wir haben einfach gestürmt. Real Talk. Geil. Also sowas ist dann halt einfach, das kann man wirklich sagen, das sind einfach Clowns. Leider teilweise gefährliche Clowns, aber ihr wisst, ne? ...gekriegt, dass ihr auch meint, einen Killer-Clown gesehen zu haben.